rufen Sie die Polizei, ich werde gerade bedroht. Und da guckt er mich an, der Rentner, ich werde ihn nie vergessen, nö, mache ich jetzt nicht, guckt aus dem Fenster raus. Es ist hier alles professionell. Wenn das Ergebnis sich dann hören lässt. Bim hat beim Kick-Videopreis gesagt, Podcasts sind die einfachsten Dinge, die zu produzieren sind. Einfach zwei Mikrofone und zwei Typen. Ich dachte mir, wir haben ein Mikrofon, machen es für die Hälfte. Hallo? Einfach zu produzieren, geiles Thumbnail machen, ja. Einen geilen Anfangs, na Gag will ich gar nicht sagen, sondern eine Aussage, die aus dem Kontext gerissen wurde. Da haben wir jetzt heute bestimmt auch wieder ganz geschmacklose Scheiße gehört, wie ahahaha, Kindersex, hahaha. Das kann Imp gar nicht nachvollziehen. Das ist übelst schwer, hallo? Der macht ja nie Thumbnails für seinen, doch macht er auch für seinen Impfung. Weißt du, wie schwer das ist, heutzutage was Anstößiges zu sagen? Das ist echt schwer. Ja. Das stimmt. Falls mir irgendwas aus der Nase kommt, ist Creme. Mach dir keine Sorgen. Ich dachte, du willst Krebs sagen. Es ist Krebs. Mir kommt ein kleines bisschen Krebs aus der Nase, aber das geht schon. Nasensekret-Krebs. Wenn die Pupillen einen Tumor bekommen. Ja. Nasensekret-Krebs. Ich habe eben mein Sofa abgewischt und habe dich damit etwas verwirrt. Ich möchte dir das erklären. Hallo, liebe Leute, saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Brennpunkt Internet, 148. Folge, Brennpunkt Rinko und Dinko, hallo. Das ist gerade wichtig. Hattest du Sex auf der Couch? Es geht jetzt mal nicht um euch, Leute, okay? Es sind hier Dinge auf der Couch passiert. Ich gestern hier so ein bisschen meine Schuhe geklebt und so ein bisschen aufgeräumt. Also wie immer, Schuhe kleben, was alle so machen. Ja. Genau, und hatte die Tür auf, bin in mein Zimmer, hab da mal gemacht und hab gesehen, oh, die Tür ist auf, hab die zugemacht, bin wieder in mein Zimmer, halbe Stunde später so, bla, geh in mein Zimmer rein, bla, komm wieder raus, sitzt diese freche Katze hier, einfach so querlinks, bäuchlings hier auf meinem Sofa, fläzt sich hier hin. Eine Katze? Ja, hier die im Treppenhaus, die sitzt immer sonst vor meiner Tür und ja, so. Ja, stimmt. Und dann ist die einfach hier reingekommen und guckt mich an, sitzt hier auf meinem Sofa, ich als Allergiker, ey, ich und denk so, jetzt hier. Wow, erstmal übelst erschrocken, dass da plötzlich so ein Vieh war, ich war sonst alleine in der Wohnung, dass da plötzlich was so sitzt, ja, und dann ist es die Dreckskatze auch noch. Mm. Ich hab den ganz gern, ja, aber draußen. Zum ersten Mal passiert, ja, dass die Katze drin war. Rotzfrech, naja, nicht das erste Mal, ich glaube, da ist schon das ein oder andere Mal hier, auch ich glaube schon von Dieren irgendwie mal hier aus der Wohnung gescheucht worden, aber... So hatte ich es noch nicht erlebt. So rotz, ganz selbstverständlich, sitzt sie auf dem Sofa. Hey, wann nehmen wir einen Podcast auf? Ja. Ich bin jetzt eine Katze. Hallo, ich bin Tino. Ganz finster. Ich habe eine Bekannte, die hatte eine Nachbarskatze, die kam durchs Fenster immer rein. Die war im Dachgeschoss quasi und hatte so eine Dachschräge. Mhm. Wenn sie ihr Fenster aufgemacht hatte im Sommer, da kam manchmal die Katze reingehüpft. Frech, die Viecher. Ja, krass. Kann man die anzeigen oder so? Die Katze, oder? Ich glaube nicht. Irgendwie die Besitzer auf Schadensersatz verklagen? Ne, die Katze direkt verklagen und dann kommt sie in Gulasch. In den Gulag. In den Gulasch. Ja, es tut mir sehr leid, hast du irgendeine Reaktion gehabt? Ne, bis jetzt nicht. Deswegen habe ich jetzt hier nochmal drüber gewischt und hoffe, dass das fein ist. Aber das war gestern, nicht heute. Das war gestern Nacht. Nachts um 3 oder so, Alter. Das heißt, die Katzen-Aerosole sind inzwischen rausgeflogen. Man hofft's. Ich weiß ja nicht, wo die sonst vielleicht noch rumgeturnt ist, weißt du? Ich habe die ja nur hier sitzen sehen. Ich habe ja auch zwei Katerchen, das weißt du ja auch. Ja. Und ich habe auch manchmal meine Katze noch am Abend, bevor ich komme, ich habe nochmal mir die Haare gewaschen, weil ich das ganz gern tue. Ich habe ja mehrere die Haare Menschen. Waschen. Menschen, du bist ja abartig. Ich habe Menschen, die haben, ich habe verschiedene Menschen, die halt Katzenhaarallergien haben. Da wasche ich mich manchmal nochmal vorher. Da ich nicht duschen war gestern, dachte ich, komm, dusch dir jetzt heute mal, bevor du zu Robin gehst, damit ich seine Allergie nicht triggern kann. Und dann kommt die Katze hier und macht alles zunichte. Weißt du, in solchen Szenarien wie der gestern Nacht, da wünsche ich mir aus Amerika die Stand-Your-Ground-Gesetze. Aber gegen Katzen, ja. Ja, wenn jemand einfach auf dein Grundstück kommt, dann ist der vogelfrei, dann wird der abgeknallt. Wir hatten einen Nachbarn, als ich noch ein Kind war, auf dem Dorf, gab es einen Nachbarn, der hat Katzen gehasst und hatte halt selber so einen großen Hund und hat von meiner Familie bestimmt zwei Katzen hingerichtet, weil er die nicht mochte. Hat dann seinen Hund losgelassen, huch, dann kam der angerannt und hat unsere Katzen da zerwurschtelt. Fair. Hat immer gedroht, wenn euer Katzenvieh auf mein Auto das nächste Mal drauf springt, hole ich die Pistole und schieße die tot. Eieiei. Und nicht der sechsjährige Tino, ja, der seine Katze über alles geliebt hat, hat sich Sorgen gemacht um seine Katze. Hm. Ja, weißt du, wenn ein Emo sich schneidet, aber nicht längs, sondern quer,
Weißt du, längs sind ja Ergebnisse und quer Stimmt. ist Aufmerksamkeit. Und dabei nicht stirbt, dann ist das alles für die Katz. Für die Schnitte. Okay. Die Katz. Ja, verstehe ich nicht ganz. Naja, nur damit du die Katz. Ist egal. Guck mal, hab ich auch auf dem Arm hier, Ja, da, Aufmerksamkeit. alles für Guck, die Katz. Katzen, Katzen, Katzen. Egal. Hallo, liebe Leute. Jetzt, das war das Prä-Intro. Jetzt. Ja. Vor allem unserem guten Freund Basti. Ja, den Tino scheinbar irgendwie noch nie getroffen hat, was mich echt Ich verwundert weiß hat. es Und ehrlich jetzt gesagt wacht er nicht. über uns. Ist er auch ein Skaterboy? Der ist auch ein Skaterboy unter anderem, Dann ja. vom Sehen her vielleicht. Dein anderer Skaterboy-Freund macht auch eine Ausstellung am C-Keller, habe ich gesehen. Das Shylock fühlt wahrscheinlich. sich alles. Ja, Meinst du der schon? macht so Gemälde, ich weiß nicht, wie er Ja, das heißt. ist der Shylock. Das ist ein guter Mann. Ja, der hat schöne Das Bilder ist gemacht. der, der, vielleicht kennst du das Video. Ich hasse Robin nicht. Er hat mir nur eine Beschreibung gemacht. Diese Person bin ich nicht. Ah ja, Das den mag ist. ich voll gerne. Und ich kann jedem empfehlen, kommt mal in den C-Keller in Weimar in der Galerie oben. Da hat er eine Ausstellung kostenlos. Es ist kostenlos! Und schaut sie euch an. Da sind schöne Bilder drin. Und der Skandal der Woche für mich war, es war Keck-Videopreis. Ja, und ich wusste es nicht. Also ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, habe das nicht live gesehen. Dann wurde mir im Stream gesagt, ich habe irgendwas gewonnen. Ich habe gestern im Schlaf das angemacht. Ich weiß es immer noch nicht. Ich weiß nicht, was ich gewonnen habe. Ich habe nur zum Podcast-Dings geschalten und wir wurden ganz oft erwähnt. Und sowohl der Co-Moderator Herodes als auch Imp haben beide vom Brennpunkt geschwärmt, dass sie kaum Podcasts hören, aber den hören sie gerne und so. Aber es gab dann die Academy-Entscheidung. Ja, das Wir ist ja waren klar. quasi zweiter Platz von hinten und gewonnen Stark. hat dann Impfunk. Das ist aber Spoiler. verwunderlich. Wunderlich, ja. Dann war irgendwie Harry Potter Podcast von Codemember dabei und gemischtes Hack und so weiter. Und wir auf dem vorletzten Platz, auf dem letzten Treppchen. Schade eigentlich. Knapp. Skandal, sag ich dir. Ja, weißt du, also ich glaube einfach, die Zuschauer von Imp, die so schwarzen Humor mögen die nicht. Die Nee, sind so da, PC. stimmt, du hast recht. Diese linksversifften Fans von Imp, das ist selbst mir zu links, ja. Ja, unangenehm. Ja, was unangenehm ist, in diesem Video, was ich mit ihm gemacht habe, schreiben echt Menschen drunter, irgendwie, ob ich Dorian wäre oder der andere vom Drachenlord-Video, der den verarscht hat. Die denken echt, ich wäre so ein Aber meint ihr das ernst? Drachenlord-Hater. Also ich glaube, dieses Dorian-Ding ist ein Meme. Aber das Das habe andere ich schon nicht. öfter Einer gelesen. hat echt geschrieben, das ist doch der eine von dem Drachenlord-Verarschungsvideo. Peinlich, Alter. Da habe ich echt kommentiert, nein, bin ich nicht, weil mir das unangenehm ist. Ich habe dann mit nichts zu tun. Glaubt mir, Leute. So sehr mobbst du den Peinlich. Drachenlord, dass du mit dem nichts zu tun Nee, haben willst. ich mobbe diese Das ist komischen. richtig asozial von Ich dir. mobbe diese Erdbeertorte oder wie die hieß, die da ihn verarscht hat mit. Ach, für die wirst du gehalten. Nee, aber für so einen Typen, die ja ins Bild reinkommen, diese Das ist da auch Tulpenpusten. Dorian. Ach so, weiß ich Also nicht. ich glaube, das ist ein Meme. Ich hoffe, ich hoffe. Ich finde es nämlich lächerlich. Na gut. Ja, ansonsten habe ich das auch nicht so richtig geschaut, weil ich auch keine Zeit hatte. Und ich wusste, dass es kommt, der Keck-Videopreis, so, aber ich wusste nicht, wann er kommt. Und er war jetzt online oder ist online bei YouTube. Schaut es euch Ja, gerne dass der an. existiert, wusste ich auch. Ja. Toll, Dino. Dass er jetzt gekommen ist. Ja, seit Ja. Februar ungefähr hat er ja angekündigt. Nee, ich habe halt jetzt die ersten 20, 30 Minuten oder so noch gesehen, bevor ich eingepennt bin. Und das beste Corona-Video habe ich nicht gewonnen. Das ist der größte Skandal. Warst du nominiert? Ja. Mit welchem? Na, mit dem hier und dem Ball drin. Ah, ja, Das ist ja funny. wohl das beste Video des Jahres gewesen. Guck mal, ich habe einen Hut auf, ich bin auch bescheuert. Ja. Fand ich gut, fand ich gut. Ja, also ich habe es noch nicht ganz geschaut. Ich habe auch nur so ein bisschen so Hopping gemacht und geguckt, ob ich dabei sein könnte. Hopping und Mobbing, das ist so dein Ding. Richtig, ich war einmal nominiert und habe nicht gewonnen und hoffe im nächsten Jahr alle Preise gewinnen zu können. Sogar MCM hatte eine eigene Kategorie, wo ich ja sehr schockiert war. Echt? Bestes MCM-Video oder so, oder Also wenn das MCM-Aktion. nicht Blutpenis versus Fleischpenis geworden ist, Ich weiß es nicht. dann fall ich vom Glauben Ich weiß ab. es nicht. Das ist ein, oh, ein Meisterwerk. Ich muss sagen, das hatte schon was, dieses Video, ja. Habe ich mir auch angesehen. Irgendwie, es gibt Blutpenisse und Fleischpenisse. Es hat schon einen Bildungswert, sage ich mal. Ja. Ich als Sexualpädagoge kann das ruhig mal zugeben. Das war eine Aussage zumindest, die ist bildungsfördernd. Und junge Menschen, die Probleme mit ihrer Penisgröße haben, können jetzt wissen durch MCM, ah, ich habe einen Blutpenis, auch wenn er nicht rot ist Ja. und nicht blutet, aber. Besonders lehrreich sind diese Stellen, wenn er sagt, ja, ich hatte auch mal eine Frau da, die dachte, ich hätte einen kleinen Penis und dann, haha, da hat die Pläne geguckt. Es ist zwar sehr, ja, sehr einfach ausgesprochen, sage ich mal, aber es stimmt halt, ne? Also,
man darf halt nicht den Penis daran messen, wie er schlaff ist, sondern wie er halt dann in Action, in Aktion ist. Und das kann sich ja dann ändern. Da kann man Blutpenisse von Fleischpenissen kaum unterscheiden. Okay. Schön. Sag ich als Experte. Das also zum Keck-Videopreis. Ja. Ihr erfahrt dann in 2 Wochen, dann weiß ich auch, was ich gewonnen habe. Mhm. Vielleicht wurde ich auf meinem Chat getrollt, vielleicht habe ich gar nichts gewonnen. Ich weiß gar nicht, in welchen Kategorien ich noch hätte gewinnen können. Denn ich bin nächsten Samstag wahrscheinlich nicht da. Sad. Also Freitag und Sonntag auch nicht, also können wir nicht. Das Maximum, was wir machen könnten, wäre irgendwie Montag aufnehmen. Das ist auch dann kacke, das kommt dann vielleicht Dienstag erst und ist dann richtig dumm. Aber, liebe Leute, für die 150. Ausgabe gibt es da richtiges, ich sag's wie MCM, Special. Ja. Das wird der Hammer. Also das haben wir jetzt bestätigt, oder? Dass wir das so haben wir gemacht, finde ich eine witzige Idee. Wir haben uns vorgenommen, für die 150. Ausgabe. Verraten wir es, ja? Da bereiten wir uns mal vor. Kann man so sagen. Aber wie genau, das verrate ich jetzt nicht. Das wird dann die Überraschung. Aber das wird eventuell dann einen qualitativen Sprung machen. Uff, ihr werdet einen Backflip machen beim Hören, ey. Das, wenn der qualitative Sprung in euer Gehörgang aufprallt. Uff, sage ich. Uff. Ich habe Angst, dass sie. Oh Gott, da ist gerade irgendwas runtergefallen. Ich habe ein bisschen Angst, dass da. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie jetzt dann immer erwarten, dass wir uns vorbereiten und dass wir on point das kann, sind. Das und kann so. Man heutzutage nicht erwarten. Na, ich hoffe. Das ist meine große Angst, weil ich bin schon nachlässig geworden. Ich mache nicht mal mehr Notizen, ja. Ich habe jetzt immer mein Telefon an und öffne nur irgendwelche Facebook-Links hier. Ja, aber dann kann die Klasse wenigstens sagen, wir haben frei gesprochen und das Thema war auch interessant. Stimmt. Ja. Ja. Hat nicht abgelesen, zack. Punkt. Hast du ein spannendes Thema? Nee, ja, ist überhaupt nichts, einsteigen ist überhaupt nichts passiert diese Woche. Es ist wieder so ein, wie hieß dieser Jude, der hier, Ogil Amil? Afrim? Mhm. Der in dem Hotel? Genau, der. Sowas ist wieder passiert diese Woche. Ja, nicht ganz, ne? Nicht ganz. Na, warte mal, wenn das rauskommt. Wenn das rauskommt, dass sie das alles erfunden hat. Nein, natürlich nicht. Da macht man keine Witze drüber. Das ist ein 17-jähriges Mädchen. Es muss immer betont werden, dass die minderjährig ist. Ja. Und die Epstein-Zuhörer unter euch. Ja, also nein, es ist schon alles fein so wahrscheinlich. Ja. Es gab so ein Video und ganz am Ende von dem Video sagt sie halt, Leute, lasst uns das viral gehen lassen. Das ist halt dann ein bisschen immer, das hat immer so ein Geschmäckle. Ja. Aber es wird schon alles legit sein. In dem Fall, also. Ich finde. Also wir können es ja mal kurz aufräumen, was passiert ist. Roll mal auf. Und zwar gab es Meldungen in der Presse und auch bei der Polizei, dass ein junges Mädchen angeblich... Die ist minderjährig, die ist erst 17 Jahre alt. Also noch, genau. Ich wusste, es war einfach so eine witzige Beobachtung, wie das ganz überall... Es ist ja richtig, ja. Aber es war schon sehr präsent. Das macht sie auch nochmal irgendwie... Krass. Ja, aber es ist halt, weißt du, im Endeffekt ist die in einem Monat 18 oder so. Oder am nächsten Tag und vielleicht. Also es hat einfach gewirkt wie, guck mal, die ist 12 oder so, so präsent. Mhm. Das war immer das Erste, egal. Die Spannung steigt, ja. Was passiert ist? Es gab die Meldung, dass... In Amerika dürfte man keinen Sex mit ihr haben. Gar nicht? Naja, wenn man selber halt volljährig ist, irgendwie ein bisschen dumm. Mhm. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du selbst 18 bist und sie 17, dann wird es wahrscheinlich gehen. Aber also gab es ja diesen Skandal mit Gates, der da so eine 17-Jährige hatte mit irgendwie 30 oder so. Es geht gar nicht. Ach, meine Güte. Ja. Und ich unterbreche dich hier wieder mit Kindersex. Es gab Meldungen, dass ein junges Mädchen von 17 Jahren, die man in den USA blutjung nicht vögeln darf, dass sie keine Maske trug in der Straßenbahn und daraufhin wurde sie von Leuten zusammengeschlagen, von angeblich linken Leuten. Das war die Schweine. Das wieder, war die, ne? Große Meldung. Deine Leute. Und ich habe es auch gelesen, dachte mir, finde ich jetzt ein bisschen überzogen. Weil man, also auch ich als so gemäßigt linker Mensch finde, man sollte jetzt nicht willkürlich jeden zusammenschlagen, der halt keine Maske trägt. Kontrovers. Ich rege mich furchtbar drüber auf, wenn man das nicht tut, aber okay. So, und dann aber wurde ein Video publiziert von dem besagten Opfer, von diesem 17-jährigen Mädchen, was man nicht in den USA vögeln darf. Und sie hat gesagt, es stimmt nicht, sie hat eine Maske getragen, aber ihre Angreifer nicht. Und sie wurde auch länderfeindlich beleidigt und wurde bedroht und so weiter, dass sie in ihr Heimatland zurückkehren sollte, obwohl sie hier geboren ist in Deutschland, was wieder völliger Humbug ist, mit dem geh zurück, wo du herkommst. Wo soll ich denn hin? Nach Mannheim oder was? Mhm. Und, lieber nicht. Lieber nicht.
Und dann hat sie sozusagen dafür gesorgt, dass sowohl der Polizeibericht als auch die Berichte in den Medien geändert worden sind, wie es halt echt passiert ist. Und hat dazu noch ihre Handyvideos von dem Vorfall halt gezeigt, die zum Teil das belegen, was sie sagt, aber nicht komplett zeigen kann, weil die Aufnahmen dann irgendwann gestoppt sind, weil sie dann zu Boden gefallen ist. Es war wohl so, dass waren zwei Frauen, irgendwie noch ein paar Männer, die haben sie festgehalten und irgendwie im Magen getreten und wollten ihr vor den Kopf treten und haben sie angespuckt oder so und als irgendwie Ausländerin beleidigt und so weiter. Ich möchte, also das ist schon wahrscheinlich alles legit, ich möchte nur die einzige Sache, die ich sehr komisch fand und falls das sich dann irgendwann rausstellen sollte, dass da vielleicht doch nicht alles so war, wie geschildert, ganz am Ende spricht sie ja nochmal zu den Leuten, die rundherum stehen und keine Zivilcourage zeigen und so. Und da wirkt sie irgendwie so fit. Also sie spricht da nicht wie jemand, der gerade irgendwie 30 Hiebe und Tritte abbekommen hat. Das ist für mich ein bisschen komisch so. Aber ne, Adrenalin oder so kann auch schon genauso sein. Wer weiß. Und ich dächte auch, dass die Angreifer, Angreiferinnen wurden wohl auch gefasst. Also Sie hat zumindest im Video dann auch gesagt, ich weiß inzwischen, wie alt er ist. Der eine war 52. Da gab es wohl noch so einen Mann, der hat irgendwie geraucht und sie angegrinst, während das passiert ist und hat halt irgendwie gesagt, es geschieht ja alles recht und so weiter. Mhm. Und dass sie halt diesen Hass in seinen Augen nicht mehr vergessen kann. Offenbar, ja, ist er jetzt ermittelt worden. Witzigerweise, an dieser Stelle im Video, das ist übrigens über Instagram viral gegangen, weil das jeder in seine Story gepackt hat, an dieser Stelle im Video habe ich tatsächlich mal versucht zu grinsen und dabei hasserfüllt zu gucken. Und das ist irgendwie schwierig. Hast du jemals The Dark Knight gesehen? Ja, naja, da guckst du halt psychopathisch. Ich weiß nicht. Also ja, also egal. Na doch, es ist ja auch manchmal so. Ich wollte nicht jetzt wieder die Argumentation auseinandernehmen. Mhm. Das will ich gar nicht. Aber? Ich habe das nur in dem Moment mal überprüft. Ja. So, wie das denn aussieht. Doch, es geht schon. Wenn irgendwas Schlimmes passiert und jemand grinst halt und raucht dann gechillt, kann das auch einen Hass ausstrahlen. Durchaus. Ja. Okay. Das war gerade ein riesiges Thema jedenfalls. Und es hat in meiner, ich habe bestimmt 20 Stories gesehen in meiner Bubble, die das drin hatten, dieses Thema. Und es ist schon, es ging sehr viral. Ja. Generell, selbst wenn, ne, nochmal jetzt nicht, dass das zu relativierend klingt, was ich hier gerade alles sage, selbst wenn das nicht so heftig gewesen ist, wie sie es schildert, sind halt trotzdem 6 Leute auf einen gegangen. So. Auf ein kleines Mädchen letztendlich. Eine 5-jährige kleine. Ja, aber die sah ja schon auch sehr dünn aus und so und schwach. Naja, es war jetzt nicht mal irgendwie eine große, taffe Frau, weißt du, so wie bei. Ja, weiß ich nicht. Wie das macht an sich aber keinen Unterschied. So eine Helga Hogan oder so. Also das war ja schon ein 17-jähriges, minderjähriges Mädchen. Da hat er jetzt sein Wrestling hier reingetroppt. Ja, natürlich. Es kommt auch noch mehr bestimmt. Okay. Und das ist schon ein Unterschied, finde ich. Wenn man irgendwie wehrlos ist. Ja, also es ist halt total scheiß. Von der vor allem keine Gefahr ausgeht. Ja. Ich meine, wenn jetzt irgendwie so ein Faschoschwein, der so 3 Meter hoch und breit und im Kubik ist, wenn der irgendwie eine Gefahr ausstrahlt und man dazu 10 drauf geht und den irgendwie ausschaltet, dass halt nichts machen kann, ist es die eine Sache. Aber jemand, so ein Mädchen, was einfach nur Straßenbahn fährt und von A nach B fahren will, und nur weil sie halt eine dunkle Hautfarbe hat, sie anzugreifen in der Gruppe, das ist schon armselig. Warte mal raus, wenn rauskommt, dass sie schwarz gefahren ist, da wendet sich das Blatt aber. Oh, ja, stimmt. Das geht gar nicht. Wenn sie gar keinen Davidstern getragen hat dabei. Stimmt, das kann passieren. Ja, also war nicht so das Happening. Das ist nicht so das Gute. Ja. War kein Highlight in ihrem Leben. Was wollte ich denn gerade noch sagen? Diese Leute, die drumherum stehen, die haben nichts gemacht. So, das ist halt schon, also die haben ja nicht mal, die gucken nicht mal, als passiert da etwas Relevantes in dem Video. Irgendwie, die stehen halt so regungslos. Das ist hart, aber was ich mich halt am hauptsächlich frage, wie genau ist denn jetzt die Ursprungsgeschichte so passiert? Also wo kam dann die Information her, die wurde verwamst, weil sie keine Maske getragen hat? Also ja, die Leute haben gesagt, setz eine Maske auf. Aber hat dann irgendwie Oma Gerda, die daneben stand, gesagt, oh, die haben gesagt, setz eine Maske auf und deswegen ist das so. Nee, ich dächte, dass sie eine Maske auf hat und die ja, eben runtergezogen haben, die Rassisten. Und dann hier, setzt eine Maske auf, obwohl sie ja selber keine Maske auf hatten. Ist so, halt irgendwie, also da ist ja medial irgendwie ganz groß was schiefgegangen. Ja klar, es passiert sehr schnell. Ich meine, ich saß auch schon, als ich bei der Zeitung ein Praktikum gemacht habe, für ein halbes Jahr, ja,
habe ich auch die Polizeiberichte gesehen, die es gab. Und dann aber auch die Berichte dann in der Zeitung am nächsten Tag, die waren oftmals nicht ganz korrekt tatsächlich. Dass dann noch Ja, Sachen irgendwie verändert worden sind, warum auch immer. Ob das Letzte, was ich dazu noch sagen wollen würde, es gibt ja immer, es ist ja beliebt, die Medien zu peitschen, ja. Und ich Ja. meine, wir sind auch die Medien, wir machen hier Wir korrekte sind Berichterstattung. die Medien, ja. Also, ist so. Und dass die das alle, das Video beginnt, dieses virale Video, was übrigens mittlerweile nicht mehr da ist, soweit ich gesehen Ah, es habe, wurde gelöscht, ihr Profil. sie wurde gelöscht oder hat sie sich gelöscht wegen Mobbing vielleicht, Weiß man ja, nicht. weil dann die ganzen Teenies wieder gesagt haben, ey, hier, du bist ja erst 17, zum Glück wohnen wir nicht in Amerika. Ja. Nein, wie das Video aufgezogen ist, ist es halt so dieses, guck mal, die Medien, die stellen mich falsch dar und so. Also ist ja richtig. So war es ja auch. Ja, aber es ist jetzt keine böse Agenda dahinter oder dass sie das alle falsch haben. Es ist ja ganz oft so, dass sie dann irgendwie bei dem deutschen Presse, wie heißt, was steht da? Arschloch Adolf, Amt? DPA, Deutsches Presseamt? Nee, Glaube ich nicht. Ich Agentur, glaube glaube ich. Agentur, Ja. Deutsche Presseagentur, so, dass die halt eine Meldung rausgeben und daran orientieren sich alle. So, das ist Ist dann so, halt ja. scheiße, ja. Aber also es wirkt halt in dem Video so ein bisschen wie hier, guck mal, irgendwie 30.000 Medien haben irgendwie das völlig verdreht. Aber Aber auch wenn die nicht hinterfragt. Ursprungsquelle die gleiche ist, ist ein bisschen schwierig. Aber auch nicht hinterfragt. Hast du ja gesehen Ja. bei dem Marvin-Video. Wer ist denn jetzt Marvin schon An wieder? dieser, weiß ich nicht, wo der herkommt. Jedenfalls macht er auch so Videos mit Fake Laura Müller-Fotos, irgendwie, wie sie schwanger ist und so, und schickt es dann an die Medien, die es dann alle der Reihe irgendwie dann abdrucken, ohne zu hinterfragen, um mal nachzufragen, ob sie echt schwanger ist. Und um halt zu zeigen, dass die Medien einfach nur jeden Scheiß abdrucken, ob das bringt Klicks und es nicht hinterfragt wird. Und ich bin jetzt keiner, der sagt, oh, Lügenpresse, aber ich weiß durchaus, dass vieles wenig hinterfragt wird und lieber abgedruckt wird, um der Erste zu sein, als korrekt sein zu wollen. Ich bin immer noch bei Lauras Gebärmutter gerade. Ich habe gerade überlegt, also im Grunde, ein kleines Kind ist ja nichts anderes als verschimmeltes Sperma. Nee, nicht verschimmelt. Also im Gegenteil, oder? Naja, Das ist doch, das ist ja. wird ja genutzt und aktiviert Ja, aber und wächst ja. es schimmelt. Also es schimmelt nicht direkt, aber Im Fall von Wendler, das liegt da ja. ja einfach nur ewig rum und wird ranzig. Im Fall von Wendler ist es eine Art Schimmel. Ja. Gut. Und was wollte ich noch sagen? Habe ich jetzt vergessen. Toll, sorry, das Ah, habe ich jetzt das macht verkackt. nichts, das macht nichts. Jedenfalls wurde es nicht hinterfragt und ich glaube auch, dass die. Es gibt schon eine Art auch Nachlässigkeit sicherlich von auch der Polizei, die dann irgendwie ganz schnell ihre Berichte schreiben will und so weiter. Und sicherlich auch den einen oder anderen Rassisten in der Polizei vielleicht, der dann die Hoffnung hat, wenn er die halbe Wahrheit aufschreibt und nicht genau hinguckt, dass er dann das hinschreibt, was ihm halt ins Weltbild passt. Das gab es auch schon zuhauf, dass dann irgendwelche Leute, die dann an der richtigen Stelle saßen, die Wahrheit verdrehen konnten. Also ich habe schon viele Zeugenaussagen und sowas gemacht bei der Polizei. Alleine wie die schreiben, ist so weird, da kann das halt mal passieren. Ja. Weißt du? Ich finde es ganz besonders eigenartig, ich weiß nicht, ob das irgendwie russisches Deutsch ist, dass man sagt, wenn du jetzt zum Beispiel zusammengeschlagen wirst, da Ja. steht dann in diesem Polizeibericht, 8:48 Uhr wurde der Tino Ranacher zusammengeschlagen. Das ist schon alleine so ein komisches Ding. Behauptet, er wäre zusammengeschlagen worden. Das ist immer so Ja, ein Habe-Würde. und halt diese komische Artikel davor immer und die schreiben so eigenartig. Der Tino, der glaubt, der wurde. Ja, ist wirklich so, das ist ganz komisch und da kann halt mal, weißt du, Lost in Translation von Polizei zu Deutsch kann da mal was verloren Kennen wir gehen. ja von der Bibel auch, ne? Ja. Ja, eine sad story und ich finde es halt sehr traurig, dass es das heutzutage Für noch dich ist passiert. es sad, für andere ist es satisfying. True. Nein, sorry, du findest Ja, traurig, das was stimmt. Ja, passiert. das stimmt ja. Also ich finde es, ja, es ist halt traurig, dass sowas noch passieren muss heutzutage. Was soll man dazu noch sagen? Also es ist einfach dumm, es ist krank, es ist sinnlos und mir tat das Mädchen furchtbar leid. Was ich sa sagen wollte, auch ich hatte mal sowas Ähnliches, habe ich auch meine Story gepostet. Ich wurde zum Glück nicht zusammengeschlagen, aber ich wurde ja auch vor so 6, 7 Jahren oder vor 5 Jahren im Zug mal von so Faschos irgendwie Mal gemanhandelt. mal so richtig irgendwie an die Scheibe gedrückt und bedroht und dass sie mich zusammenschlagen wollen und so weiter. Ich soll mich ruhig verhalten, sonst gibt es noch mehr auf die Schnauze und so. Und da saßen auch rundherum irgendwelche alten Rentnerinnen und Rentner und Und die sind nicht aufgesprungen, haben Dropkicks nee, verteilt? gar Die nicht. Scheißschlampen, Nicht mal. Alter. Ja. Wenn du bedenkst, dass selbst Hulk Hogan noch Matches macht in seinem Alter, ja, können die aber auch mit 80 mal noch hier mindestens eine Ja. Powerbomb machen.
aber es ist nichts passiert. Ja, ich habe sogar gesagt, rufen Sie die Polizei, ich werde gerade bedroht. Und da guckt er mich an, der Rentner. Ich werde ihn nie vergessen. Nö, mache ich jetzt nicht. Guckt aus dem Fenster raus. Das ist passiert, literally. Da konnte ich, und ich konnte weg, und ich konnte halt irgendwann entkommen von den Faschos im Zug. Hab Menschen angesprochen, dass ich mein Handy alle ist, und hab denen nicht die Bullen rufen können. Auch so eine Oma sagt, nee, mache ich jetzt auch nicht. So mache ich jetzt nicht. Und das heißt, war ich im Zug Du alleine sagst eine Fotze. letztendlich. Dann komme ich ins Gefängnis und auf den Stuhl für Beleidigung einer Rentnerin. Nee, da wird jeder Anwalt feststellen, die ist eine Fotze. Das muss sie erstmal nachweisen vor Gericht, dass sie keine Fotze ist, weißt Ja, da muss er du? mal, Ja, also. ja. Gut, schön. Ich sehe hier großes Atomkraft, nein, danke, oder was ist da los? Hast Nee, jetzt hier schon warte, ich muss wieder kurz gucken. Atomkraft, nein, Franke, reich. Ja, das wäre funny. Es war nicht ganz so, und zwar der, wenn du es schon ansprichst, der Autor Hasnain Kasim, Ach kann so, ich jetzt vorher auch also ich nicht. habe das war begründet. Frankreich ist auf Atomkraft Ach so, diese ich dachte, du wolltest Woche auf geil geworden, diese richtig. Meldung anspielen Nee, von die kenne ich nicht. Wer ist denn Hasanim? Hasnain Kasim. Passt doch kurz in das Thema rein. Der ist halt ein Publizist und Autor und wurde auf Facebook, glaube ich, nee, per E-Mail als Drecksausländer bezeichnet von einem Mann. Du, ich erkenne fast ein Muster hier. Ja, von einem Mann, der aber von seiner Dienst-E-Mail-Adresse geschrieben hat. Das heißt, er konnte herausfinden, wo er arbeitet und wer er ist, und hat dann sozusagen eine Antwort geschickt von wegen, du bekommst jetzt erst die einmalige Chance, mir eine dreiseitige Entschuldigung zu schreiben, handschriftlich mit blauem Füller, ohne einen Rechtschreibfehler, dass du das nie wieder machst und wo du dich hinterfragst. Und du spendest 100 Euro an einen wohltätigen Zweck, sonst zeige ich dich an und melde dich bei deinem Arbeitgeber. Das ist Erpressung, Tino. Ha! Das wurde ihm vorgeworfen von vielen Followern, und er hat dann sogar die Polizei drunter oder getweetet, das ist keine Erpressung, das ist einfach nur eine quasi, wir haben das benannt, eine Information oder eine Folge, wie haben die das denn genannt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Okay, also wenn ich sage, ey, Jennifer Lawrence, ich bin Harvey Weinstein, du bläst mir jetzt ein oder du fliegst hier, dann ist es auch nur eine Nee, Information. es ist halt eine Art von Einigung, weil er Das ist ist ja, eine Einigung, ja. nee, weil er ist ja der Geschädigte, weißt du, und er hat ja die Macht, er hat ja das Recht, die anzuzeigen. Darf Harvey Weinstein ist auch der Geschädigte, wenn er ja, keinen Blowjob bekommt. aber er durfte ihm ja die Chance geben, diese Anzeige zurückzunehmen, und weil ja auch eine Beleidigung auch eine Ehrverletzung ist, und die kann man so ein bisschen auch zurücknehmen, wenn eine Entschuldigung erfolgt ist. Du musst ja auch niemanden anzeigen, der dir auf die Schnauze gehauen hat. Aber du kannst eben Also sagen, entschuldige dich oder ich mach das, dann ist es keine Erpressung. die Ehre kann wieder entletzt werden, Weiß ich nicht, wenn ob das man so sich funktioniert. entschuldigt. So funktioniert Jedenfalls das. wurde es dann begründet von der Polizei, das ist keine Erpressung, er hat das Recht dazu, das zu machen, und darf darauf verzichten, wenn ihm eine Entschuldigung passiert ist und so weiter. Und so kam es auch, also er hat dann irgendwie erstmal mit ihm telefoniert, weil er meinte, der beleidigende Mensch, er kann nicht so gut schreiben, und er Du wenn. scheiß Rassist, lern erst mal Deutsch. Ah nee, nicht, ist egal. Ja, und dann haben sie wohl telefoniert, und da hat sich dann entschuldigt, dass er seinen Job nicht verlieren will, und es ist ihm wohl, er hat eine schwere Kindheit und das ist alles passiert. Da meinte Hatte halt Harvey Weinstein auch. Kasim, ja, aber viele hatten eine schwere Kindheit und es ist keine Entschuldigung, es ist vielleicht eine Erklärung, aber mehr auch nicht. Aber er besteht drauf, Weißt du, dreiseitiger warum der eine schwere Kindheit hatte? oder Wegen den ganzen Ausländer ist. scheiß Ausländern in Ja, Deutschland. genau. Ja, wahrscheinlich. Die machen eins Leben zur Hölle, Aber er hat eben darauf bestanden, dass er diesen Brief haben will, ohne einen Rechtschreibfehler, sonst kommt die Anzeige. Das fand ich auch heftig tatsächlich. Hey, Google. Aber er hat es dann so begründet mit, wer jemanden als Drecksausländer bezeichnen kann und wer sich als Patriot hält, wollte aber auch 3 Seiten Brief schreiben können ohne Rechtschreibfehler. Fand ich wieder irgendwie legit so. Und so kam es auch. 3-seitiger Brief, eingescannt, mit blauer Tinte geschrieben und sogar 150 Euro gespendet und eine Entschuldigung oder halt jetzt von der Anzeige abgesehen. Und das fand ich, ist ein Aber ist guter der Brief Umgang. veröffentlicht? Nee, weil der Brief wohl sehr, naja, sehr persönlich war. Man kann das gar nicht so schwärzen, dass es nicht auffällt, Ich wer hab es so eine ist. schwierige Kindheit gehabt. 3 Seiten lang. So eine Art. Und jedenfalls ist das jetzt fallen gelassen worden, und ich finde, es ist ein guter Umgang. Ich meine, man muss ja nicht sofort irgendwie an den Arbeitgeber das melden, aber mit dem Kontakt aufnehmen mit diesen Menschen und zu sagen, hier, wenn du das nicht machst, dann tue ich das, entschuldige dich und schreib mir einen Brief,
Finde ich voll legitim und es ist vor allem ein Lerneffekt da. Also Im hast du besten jetzt Fall. quasi das Rüstzeug für deine zukünftigen Facebook-Auseinandersetzungen? Es mache ich seit Jahren schon ähnlich, dass ich, wenn Leute irgendwie dann einen Screenshot meines Profilbilds machen, das neu hochladen und dann schreiben, haha, Linksfaschiste, Schwule, irgendwas. Da habe ich auch schon kommentiert. Der Letzte, der das gemacht hat, durfte mir halt ein Geld zahlen, so wegen Urheberrechtsverletzung. Dann löschen die auch ihre Beiträge meistens und entschuldigen sich dann per PN. Und das ist für mich schon Genugtuung, dass sie halt dann so klein mit Hut ankommen und mir dann eine Entschuldigung schreiben und dann bin ich wieder Du bist befriedigt. also einer dieser Urheberrechtshitler, ja? Ich kämpfe hier seit Jahren dagegen an, gegen Artikel 13 und so, dass man das Internet mal ein bisschen hive-mindiger nutzt, ja? Ja, sonst nicht, Ein bisschen open-sourciger. Und du kommst hier an und verklagst einfach wenn er alle. mein Profilbild screenshotet und hochlädt, wenn er sagen würde, ich bin Fan von dem, cooler Typ, würde ich sagen, nice, mach das gerne. Okay? Wenn er den Brennpunkt auf Facebook neu hochlädt und seinen Freunden teilt und sagt, der ist übelst geil, der Podcast, hier für alle, die kein YouTube haben. Voll dumm. Aber von mir aus, ja? Aber wenn er Ja. halt schreibt, was für eine Schwuchtel von der virulenten Homo-Lobby oder so, da sehe ich das nicht anders. Virulente Homo-Lobby, das ist ja Ist ein großartig. Zitat tatsächlich, das gab es. Gott, oh Gott. Da finde ich, kann ich mein Recht einklagen und sagen, hier geht nicht, gib mir dein Geld her. Habe ich noch nie gemacht, ich habe noch niemanden angezeigt dafür, weil immer Entschuldigung kam, aber ich finde es halt irgendwie ja, gerechtfertigt, das dann zu tun. Wenn du am längeren Hebel sitzt. Diese Homo-Lobby, ne? Die Die virulente haben Homo-Lobby. alle in der Fleischtasche. Ja. Gut. Ja, dann gucke ich auch mal, ob ich irgendwas diese Woche erlebt habe, würde ich sagen, weil das ist ja hier Gute irgendwie, Idee. du erzählst hier schon wieder nur von Wrestling und Ausländern, das geht ja gar nicht. Da gab es so ein virales Video auf Instagram von so einer Ausländerin, die geschubst wurde, habe ich hier stehen. Noch eine, ach Ja, Scheiße. nee, Dilan, haben wir es erwähnt, dass das Dilan ist? Eigentlich super schade, ne? Die hat jetzt so viele neue Follower gekriegt und kann die nicht jetzt in Geld verwandeln, Ja, weil ihr sad, ne? Account weg ist. Ich kann auch ein Buch schreiben darüber, über die Erfahrung. Ja, also ich weiß, wir haben da schon öfter drüber gesprochen und es ist eine Schallplatte, die sich im Kreise dreht, so wie alle Schallplatten. Aber Russland scheint jetzt dann doch noch mal irgendwie ein Stück weiter an der Ukraine dran zu sein, so. Letzte oder Anfang der Woche heißt es noch so seitens von Trudeau zum Beispiel, ja, wir sind kurz davor, wir sind ganz kurz davor, wir haben hier das gleich entschärft, wir haben richtig gute Gespräche geführt und so. So rede ich beim Sex auch meistens. Ich bin kurz davor, Ich müssen bin, noch ein gutes aber auch in Gespräch dem führen. Ton, ich Ja. bin kurz davor, ja, richtig gute Gespräche. Ja. So, und jetzt gab es aber gestern ein spontanes Sondertreffen im Weißen Haus, weil es neuen Intel gab, ja, dass Intel-Prozessor. Russland noch irgendwie vor Beendigung der Olympischen Spiele dann doch da einmarschieren will. Ich sage das jetzt nur, dass ich nicht hier das nächste Corona mache. Ja? Das ist ja jetzt so, okay, wir hören das jetzt seit Wochen und es passiert nichts. Langsam ist es enttäuschend. Aber nicht, dass es dann heißt, ey, gucke mal, die haben damals gesagt, das passiert nicht und dann ist es passiert. Das ist ja wie bei Corona gewesen. Völlig Ja, Fehleinschätzung. haben wir alle gemacht anfangs. Ja, und deswegen sage ich jetzt, vielleicht passiert da was, denn, und das hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm, 2000, lass mich nicht lügen, 8, am 8. August gab es das schon. Da ist Russland in den Krieg gezogen und 2014 mit der Insel Krim waren es nämlich auch zu den Olympischen Spielen. Oh. Zur Eröffnung war das 2008, als es in Beijing war. Und da kannst du mal sehen, da ist ein Muster. Deswegen halte ich es für gar nicht so Hasst unwahrscheinlich. Putin die Olympischen Spiele? Kann das Nee, das sein? ist halt einfach eine geile Ablenkung. Das war doch hier genauso. Wir hatten WM in der Stadt und dann wurden irgendwelche komischen Drecksgesetze durchgeballert. Stimmt. Macht Putin nicht anders. Ja. Ja, ich bin da in dem Thema nicht so krass drin. Ich habe nur so Karten gesehen von Putin-Verstehern, die meinten, dass wohl die NATO auch überall irgendwie Stützpunkte hat und obwohl sie versprochen haben, da keine zu Das haben und kann so. man. Who knows? Also Ich Putin bin. ist trotzdem kein Demokrat, aber um Natürlich das ganz nicht. kurz zu Natürlich erklären, nicht. das kann man natürlich auch als Punkt ansehen, dass ursprünglich, ich weiß nicht, wann das entstanden ist, halt nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwann eine NATO-Bildung und so, dass es dann hieß so, hey, hier, wir wollen hier, ne, dann eine gewisse, also Amerika und NATO, ne, breitet sich quasi aus, aber ursprünglich gab es halt irgendwie den Deal, dass die sich da so ein bisschen Distanz schaffen oder sowas. Und da wird sich halt seitens Amerika nicht dran gehalten. Und
ist halt cool für alle so, aber aus Russlands Sicht ist das natürlich irgendwie ein eventuellen Akt der Aggression oder halt nicht an diesen Vertrag halten oder wird wahrscheinlich ein Vertrag gewesen sein. Mhm. Also kann man schon verstehen, trotzdem ist Putin halt nicht so der geile Typ. Ja, keine Frage, also das will ich gar nicht in Frage stellen. Und ich habe aber auch irgendwie so Sachen gelesen von wegen, dass an der ukrainischen Grenze waren wohl schon mal viel mehr russische Soldaten eingesetzt, es ist jetzt viel, viel weniger eigentlich, deswegen verstehen viele diese Aufregung gar nicht, warum jetzt so viele Soldaten da wären, obwohl die ja jetzt weniger sind. Aber ich weiß es nicht genau. Ich finde es immer scheiße, wenn irgendwie so militärische Provokationen gemacht werden. Aber es ist gerade ein Riesenthema. Mhm. Was mich aber auch, ja, jetzt nicht so richtig beschäftigt hat die letzten Tagen und Wochen, weil das nicht so mein Interesse ist. Sollte es vielleicht sein, aber ich habe mich lieber befasst mit Wrestling. Ja. Naja, guck. Wir werden sehen, ob da irgendwie was kommt oder nicht. Was bald geht oder auch nicht, ja, ist Meta. Ja, also ich hoffe Facebook. Doch. Meta. Da habe ich auch tatsächlich was aufgeschrieben. Haben wir das Gleiche. Dass die considered haben, Instagram und Facebook in Europa abzuschalten, wenn die europäischen Server nicht die Daten verarbeiten. Sie haben considered? Und da dachte ich mir, das ist der offensichtlichste Bluff aller Zeiten. Sie haben, sind auf dem absteigenden Ast und sagen, wir schalten in irgendwie einem Drittel der relevanten Welt unseren Service ab. Das kannst du auch vergessen. Sie haben considered und die EU hat nicht gezittert. Ja. So war's. Genau. Da haben drauf nämlich gesagt, deutsche und französische Minister haben gesagt, wir sind okay, wenn Facebook hier nicht existiert. Ja. Es kam eine Drohung von Zuckerberg und die Reaktion war, ich zitiere, als ob. Ungefähr so. Tino hat schon geschlackert, weil der halt Facebook so viel nutzt. Aber ohne Spaß, ich wäre nicht dagegen. Ich finde, dass Facebook und Instagram solche Zeitfresser sind und so anstrengend Instagram sind. Instagram finde ich cool. Facebook ist unmöglich. Instagram mag ich. Ich habe diese Diskussion echt oft schon gehabt, auch mit Herodes halt, weil der Instagram, ich weiß nicht, deinstalliert oder halt nicht mehr nutzt, keine Ahnung. Aber für mich ist Instagram die beste Plattform, weil ich nur das da sehe, was ich sehen will. Das wenn ich auf Facebook gehe, da sehe ich halt 99% Scheiße. Mhm. Auch wenn ich auf YouTube gehe, sehe ich recht anteilig viel Scheiße. Mhm. So, also ich klicke es denn nicht an, aber es wird vorgeschlagen. So. Und auf Instagram sehe ich wirklich nur, kann man jetzt sagen, okay, geiler Stasi-Algorithmus, aber so kompliziert ist der nicht. Skateboard-Content ja, okay, zeig's an. Skateboard-Content nein, okay, zeig's nicht an. Aber auch da steigen ja die beworbenen Beiträge. Das kann sein, das weiß ich nicht, habe ich jetzt noch nicht so, aber wie gesagt, für mich ist das aktuell die beste Plattform. Das ist ein bisschen wie Käse für mich. Ich lebe ja vegan zu Hause, aber gelegentlich esse ich auch mal eine Pizza mit Käse, wenn ich unterwegs bin oder ich bin irgendwo zum Essen eingeladen, fresse ich halt mal was mit Käse oder mit Sahne oder esse mal ein Kinder-Schoko-Fresh, ja? Ja. Aber wenn das verboten werden würde, jetzt, also will ich jetzt nicht erreichen, ja, aber gäbe es keine tierischen Produkte mehr, würde ich sofort sagen, ja, bin dabei, macht's weg. Oh. So ist es mit Facebook und Instagram. Ich nutze es ganz gerne, also öfter als ich will, aber wenn sie es abschaffen wollen würden, würde ich sagen, geil, macht's weg. Ja, ich aber also ganz MySpace reicht mir völlig aus. Das war ein fucking Bluff. Also never ever. Wenn die gerade eh schon strugglen, schalten die ihren scheiß Service ab. Ja, warte mal ab. Nee. Weil, wenn sie weniger Zielgruppe haben und der Markt kleiner ist, haben sie auch zeitgleich viel weniger Ressourcen, die sie aufwenden müssen. Ja, weißt du? So kein Sendchen. Who knows? Ich glaub's auch nicht, aber ich halte es auch nicht ganz vorausgeschlossen, dass es mal passieren könnte. Und ich fände ja, aber wenn dann komplett, wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, Alternative schaffen oder so. Vielleicht Google, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, Google Plus oder so. Gab's mal, ja. Ja, ja. Da gibt's ja nicht mehr. Das wäre doch mal was, oder? Und dann ist die Frage, kommt dann ein altes Netzwerk wieder hoch, wie StudiVZ und wie MySpace, oder wird es da neue Angebote geben? Kommt dann irgendwie der Smudo von Fanta 4, macht ein Startup mit einem neuen Assbook vielleicht, Arschgesichtsbuch oder so, und dann wird es ganz groß. Wer weiß das schon. Was ist denn neben, welche Plattform würdest du dir zurückwünschen von vor 10 Jahren ungefähr? Von vor 10 Jahren? So ungefähr, also bevor so Facebook und Instagram so groß waren, gab es auch noch so Weimar 1 und ach du Scheiße, Alter. Wer kennt wen gab es noch? Also an die Oberfläche von Weimar 1 kann ich mich tatsächlich kaum noch erinnern. Ich ein bisschen. Aber ich habe da mal in ganz jungen Jahren mit so einer netten Dame geschrieben. Und dann war die so dumm. Die hat gesagt, nie wieder mit einem Skater.
Da ist es so ein kerndebiler Aussage, Alter. Egal. Das war, ich weiß gar nicht mehr, wie die aussieht, aber ich weiß, dass ich da ganz beeindruckt war. Ja, ich war auch drin und hatte da mal eine meiner ersten homosexuellen Bekanntschaften gemacht. Also ich habe mich nicht gedatet, aber ich war so 15 vielleicht, 16 maximal. Und da habe ich so einen Typ angeschrien, der war so Anfang 20. Ich weiß noch genau, wie er aussah und nicht mal, wie er hieß und meinte, dass ich halt übel süß wäre, ob ich gay wäre. Damals. Und da bist du ins Grübeln gekommen. Nee, aber ich dachte mir so, irgendwie ist es der Erste, mit dem ich mich austausche, der halt irgendwie gay ist. Und ich wusste ja damals schon so ein bisschen, ich bin so ein bisschen Hü und Hot, ich mag das und das. Und da konnte ich mich mit dem so ein bisschen austauschen. Hat mir auch so ein bisschen, nicht Nudes geschickt, aber schon von sich Bilder so oberkörperfrei und so weiter. Und fand ich jetzt auch nicht so schlecht, ehrlich gesagt, auch wenn ich nicht danach gefragt habe. Jedenfalls fand ich die Plattform richtig interessant und hat mich geprägt. Wie SchülerVZ auch, das war richtig krass. Ja, weil mal eins, also SchülerVZ fand ich auf jeden Fall besser als Facebook. Beziehungsweise besser als Facebook ab, weiß ich nicht, 2012, 13 oder so. In der Anfangszeit fand ich Facebook auch noch ziemlich gut. Ja. Was heißt Anfangszeit? Anfangszeit, als ich es genutzt habe, ich glaube 2009 oder so, habe ich Facebook. Ja, ich auch ungefähr, ja. Egal. Und die Idee von MySpace finde ich auch nach wie vor nicht schlecht, aber MySpace ist halt dumm. Wo du Freunde sortieren konntest, ne? Das ist ja auch so wie bei Twitter, dass da theoretisch halt so berühmtere Leute nahbares Profil haben, so sag ich mal. Das ist ja eigentlich so der Main Appeal irgendwie von Twitter, dass da halt jeder Honk irgendwie erreichbar ist. Und aber sonst, keine Ahnung. Es gab doch bei SchülerVZ irgendwann Edelprofile oder so. Von La Fee gab es die und der Birockt, die damals so berühmt waren und so. Und dachte ich damals noch, das ist doch völlig bescheuert, aber heute ist es halt was Normales, dass es halt Fanseiten gibt und Privatseiten. Na, wenn die dann wirklich das selbst nutzen, ist das ja schon geil. Ja. Ich habe damals mit der Bassistin von der Birockt geschrieben über SchülerCC. Weil ich die übelst heiß fand. Schüler.cc? Was ist das? Schüler.cc. Das war so ein Ableger. Also so ein, oder so ein, Scheiße, Alter. So eine Konkurrenz wie Schülerprofile. Knuddels muss wiederkommen. Knuddels war geil, ja, auf jeden Fall. Da hieß ich, glaube ich, Emo-Oma. Das war funny, ja. Und ICQ. ICQ war echt mein Ding. Jeden Tag nach der Schule Rechner hochfahren, ICQ mit Leuten chatten. Ich hatte aus der ganzen Telegram Welt. Ja, Telegram eigentlich jetzt, oder nicht? Ja, ungefähr, vielleicht. Aber noch mit Spielen und so, das war schon richtig lustig. Da haben sich noch Daten verschickt. Ich habe auf dem Dorf gewohnt noch zu der Zeit. Oder wieder zu der Zeit. Und da haben wir manchmal so Musik ausgetauscht, so, also Sicherheitskopien gemacht. Und es hat ewig gedauert bei mir. Nutzt das eigentlich nur einfach keiner mehr oder gibt's das nicht mehr? Das gibt's, glaube ich, noch, ICQ. Ich dachte, das ist. Das ist schon wild, du. Ja. Können wir ja wir zwei nur, weißt du? Vielleicht. So richtig Maybe. Veralteten Funk. Das ist dann unsere Leitung. ICQ, Alter. Au! Das war auch nur so bis 2010, 11 irgendwas? Ja, kommt hin. Das ist dann so 11, 12 dann richtig eingeschlafen, das stimmt. Also ich habe ja in Weimar Telegram groß gemacht, muss man ja wissen. Ja, ich habe auch durch dich mir geholt tatsächlich. Es ist halt, also ist jetzt natürlich wieder eine Übertreibung, aber so im Freundeskreis hat es wirklich keiner. Und ich habe mir nur Telegram statt WhatsApp geladen, weil ich in Korea war und da stand, könnte 99 Cent kosten, wenn ich bei WhatsApp diese Bestätigungsnachricht kriege. Und dann denke ich, okay, wenn es so schon 99 sind, ich bin im Ausland, vielleicht ist dann noch teurer. Gut, dann lieber doch Telegram. So. Ach, krass, okay. Und deswegen habe ich Telegram geladen und dann mussten das natürlich ein paar Leute sich selbst laden. Ich habe es geholt wegen der Nostera Wohlfühl-Oase, weil du halt meinst, du hast deine Gruppe so mit deinen Fans und Followern, ob ich da mit rein möchte. So. Geile Gruppe. Da bin ich dann mit reingegangen und dachte mir, okay, warum nicht? Ja, das sind so geile Leute. Da, ja. Und dann, man muss nur $3 bezahlen im Monat, um da auch reinzukommen. Das ist ja und fast geschenkt. Da kriegt man so Premium-Content, die geilen Memes, die da kommen, die geilen Leute, die da sind. Dann gibt es noch Untergruppen. Es ist so der Wahnsinn. Stimmt. Also das ist die beste Investition, die man machen kann auf patreon.com/nosterafotv. True. Danke für jeden Support. Auch an dieser Stelle vielleicht nochmal ein Herz ausgeschüttet für die Leute, die da schon jahrelang drin sind. Ja, das ist ja jetzt auch keine Selbstverständlichkeit. Und man kann schon sagen, da ist teilweise halt auch mehr entstanden, weißt du? Da gab es die ein oder andere Orgie jetzt schon. Stimmt. Ja, also das ist ja schon, also
Das ist schon schön. Und Liebschaften, wenn, die sich gefunden haben. Liebschaften, die sich gefunden haben. Und jetzt, also gut, die kannten sich vorher schon, aber da ist jetzt eine Hochzeit im Dings, Lala und Schrotti, weiß nicht, ob die so auf dem Schirm hast. Nee, glaub nicht. Das, also die, oder ich glaube, die haben schon geheiratet offiziell, aber die Feier ist dann jetzt. Und das ist schön. Oder bei Soulfang, da wird dann gesoffen und vegane Scheiße in sich reingestopft. Geil. Das ist doch schön. Geil. Geil. Es ist eine Dating-Plattform. Also wenn ihr Single seid, kommt in die Gruppe rein. Das war jetzt der Werbeblock des Podcasts. Und findet euren Schatz. Ja. Aber wir haben schon gar nicht mehr so viel Zeit, du wild. 20 das stimmt. Minuten. Wir haben noch, ich habe hier noch Themen. Wir haben noch Ellen. Die Ellen-Show ist bald vorbei. Die alte Sau. Ja. Ist auch mal wieder. Die ist voll alt, ne? Die sieht aus wie, weiß nicht, wie Ende 40. Aber die ist irgendwie schon über 60, Ellen. Ja. Die kann sich verpissen. Also die letzten Jahre waren davon geprägt, dass ganz viele Mitarbeiter gesagt haben, was das für eine Furie ist. Nicht mal von ihr direkt. Ich habe mich mal reingelesen und es war wohl so, dass ihre Mitarbeiter unter ihr sich scheiße verhalten haben. Aber da wurde ihr wiederum vorgeworfen, dass sie sich halt nicht drum schert, was passiert in ihrem Unternehmen. Mhm. Dass sie wohl nur zu den Shows kommt und so weiter, Orientationsleitungen. Ja, ich finde die generell aber auch furchtbar. Ich finde die null witzig. Ich finde, ja, die ist jetzt für dich bestimmt wieder so ein Flaggschiff wegen irgendwie LGBTQ. Ein bisschen schon, ja, aber ich finde sie auch sehr fragwürdig. Die ist total unwitzig, diese komischen Spielchen, die kann keine Interviews führen, meiner Meinung nach. Mhm. Und obendrein ist sie halt scheinbar auch nicht die geilste Person einfach. Und ja. Ganz, ganz schwierig irgendwie. Wobei, wie gesagt, sie selber wurde wohl von vielen Mitarbeitern in Schutz genommen. Ja, es gab viele Arschlöcher und Rassisten, die hat sich aber sie selbst nicht. Bei Beginn von Corona hat die sich da in ihrer Milliarden-Dollar-Villa hingesetzt und hat geheult. Oh, ist ja alles so schlimm jetzt. Ist man hier so. Während da die Leute verrecken und die Ärzte abkacken und die anderen Leute ihren Job verlieren. Ja. Und sie sitzt da in ihrer Villa. Oh, jetzt kann ich hier nicht mehr rausgehen. Hat da irgendwie 20 Hektar Garten hinter sich. Ja, und das sie, das war auch ein Kritikpunkt, dass sie wohl nicht ihr eigenes Fernsehteam, sondern noch ein externes geholt hat in ihre Villa. Das heißt, dass ihre Show-Leute nicht bezahlt worden sind. Das war auch noch ein Kritikpunkt. Ja, die ist jetzt auch kein Hitler. Ja, die ist nicht perfekt. So, die hat ihre... Ach, Hitler ist perfekt. Ihre Schattenseiten. Nee, die ist halt nicht hier eine Person einfügen, die perfekt ist. Und ja, ich biete mich an. Ich habe das ganz gern gesehen gelegentlich, so diese Talkshow-Ausschnitte, wenn Justin Bieber da war oder so. Es war manchmal auch witzig. Es gab witzige Folgen, ja. Aber ich vermisse sie jetzt auch nicht. Aber es ist eine große Meldung, weil sie jetzt seit über 20 Jahren im Geschäft ist und ihre Show deswegen wohl auch einstampft aufgrund dieser negativen Presse. Und was ich sagen wollte, was jetzt viral ging, dass ganz viele Promis sie in Schutz genommen haben, so Ashton Kutcher und so, und das gebackfired ist quasi. Auf die Promis, die sie in Schutz nehmen gerade. Ach so. Aber was, weil sie geht, oder? Naja, nee, weil sie halt diese Kritik bekommen hat von den Leuten, ja. Haben Ashton Kutcher und so sie in Schutz genommen. Sie ist wundervoll und kann nichts dafür. Ja, und es so. Ist ja klar, dass sie zu den Gästen, die prominent sind, ist sie natürlich wundervoll, aber zu irgendwelchen Spackos, die bei ihr die Tonangel halten, vielleicht ja. Halt nicht. Ja, eben, deswegen wurde dann Ashton Kutcher uns auch vorgeworfen. Klar, du bist halt auch Milliardär gefühlt so und klar ist sie nett zu dir, du bist auch wichtig, aber so ein Kabelträger, eine Kabelträgerin ist eben nicht wichtig. Ja. That's it. Wer auch nicht wichtig ist, ist jeder Spieler, der Lost Ark spielt. Denn die wenn die wichtig wären, wären die Server nicht down. Nein, keine Ahnung. Tut mir leid, Jules. Diese Überleitung habe ich verkackt. Lost Ark, hast du mitgekriegt, ne? Die verlorene Arche von Noah. Genau, die. Ja, ist so geil, Alter. Es gab zwei Archen quasi. Es ist so geil. Einmal die bekannte von Noah. Und dann auch die unbekannte von Nao. Das waren dann, da waren Dinosaurier drauf und Drachen und Einhörner. Die ist verloren gegangen, deswegen haben wir die heute nicht mehr. Genau, richtig. Ich habe gestern ein Spiel gespielt, da geht es um Vögel. Angry Birds? Nee, es ist ein Brettspiel und Vögel sind ja die direkten Nachfahren, weil ich jetzt schon die Thronerben der Dinosaurier sind die Vögel. True. Das Spiel an sich hat so ein geiles Game-Konzept, aber ich konnte nicht drüber hinwegsehen, dass das Drecksvögel sind. Also man hat da so echt so 200 verschiedene Vogelarten. Was macht man da? Muss man die einfangen? Ja, man sammelt die und dann kann man da Eier brüten und so. Das ist halt, spielmechanisch ist das übelst geil, weil fast jeder Vogel hat eine individuelle Fähigkeit und so. Und dann triggern die halt so ein bisschen Magic-mäßig auch so. Und
Das ist eigentlich ein richtig geiles Spielkonzept. Ja, aber du klappst halt ein fucking Vogelbuch auf und legst da so hässliche Spatzen rein. Das ist irgendwie so wack, dass ich da nicht drüber hinwegsehen konnte. Also wenn es das Spiel irgendwie gäbe mit, weiß ich nicht, Zombies, Prominenten oder irgendwelchen Kriegerklassen, bla, dann wäre ich übelst drin. Dass du Promis einfangen musst quasi. Ja, irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwas Geileres als Vögel. Es ist irgendwie alles geiler als Vogelrassen. Oh, ein wildes David Hein, den fange ich mir. Ja, zum Beispiel. Mhm. Noch nie gehört, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das heißt Flügelschlag und ist das Kennerspiel 2019. Und das ist tatsächlich sehr gut. Das heißt, Menschen, die sich auskennen, haben gesagt, das Spiel ist toll. Ja. Cool. Flügelschlag ist allerdings ein richtig beschissener Name für ein Spiel, wenn du mich fragst. Wie sind wir ja auch ein beschissener Name für ein Spiel ist Lost Ark. Das ist nämlich ein Spiel. Verlorene Arche. Das ist ein MMORPG. Das kennst du, was das ist? Und zwar so, das ist so das Diablo-MMO, heißt es. Und da gab es einen Streamer, da haben 500.000 Leute zugeschaut, wie bei ihm gerade nichts geht, weil die Server down sind. Aber ich vermute, dass die halt zugeschaut haben, weil die Server down sind und sie selber nicht zocken konnten. Aber 500.000 Aufrufzahlen auf Twitch gleichzeitig ist schon echt insane. Heavy. Und das ist gerade ein großer Hype, Tino. Also bestimmt. Mach mal irgendwas damit. Ja, ich spiele jetzt auch gerade Sachen. Also ich habe jetzt Breath of the Wild so ein bisschen mit angefangen zu spielen. Den Nachfolger quasi, also das Prequel dazu sozusagen, mit Mila ein bisschen gezockt. Und Cupheads habe ich gespielt letztens ein bisschen. Das hat geilen Grafikstil, finde ich. Ja, mega. Aber ist das nicht so ein besonders schweres Spiel? Ja, das ist echt so mit Lerneffekt. Du musst immer wieder das Level spielen, dass du es irgendwann hinbekommst. Und? Hätte ich dir nicht zugetraut, Tino, um diesen Satz mal zu sagen, den ich verachte. Ja. Dass du solche schwere Spiele auch mal ausprobierst. Manchmal. Und ich bin halt ein riesiger Jackbox-Fan, ja. Auch durch dich kennengelernt und ich liebe es einfach. Es ist nice mit der richtigen Gruppe so. T-Shirts-Design mit Hakenkreuzen drauf und so. Beste. Hitler geht immer. Ja. Und mit Leuten, die halt das witzig machen, ist es immer cool. So mit. Ja, was hatte Menschen. Ich denn da zuletzt hier? Das hatten wir doch auch. Nee, die allerletzte Runde war ja gar nicht mit dir. Aber die hier war, das war mit dir, mit CDU und so, glaube ich. Ja, stimmt. Aber das hier, bitte töte mich mit so einem gemalten Mädchen und so ein übelst gut aussehender Penis. Ich dachte, mal wieder. Das kommt mir bekannt vor. Irgendwie. Spaß mit der ganzen Familie. Ja, den Penis habe ich ja zweimal gemalt, weil der so gut war. Und das fand ich echt gut. Ich male ja ganz gerne mal diesen Ku Klux Klan-Typ mit dem brennenden Kreuz, ja. Aber dann Live, Love, Love unten drunter, das fand ich so geil, weil normalerweise hast du da halt so Sprüche, die an sich schon irgendwie anstößig sind. Mhm. AIDS oder so. Ja? Ja. Aber wenn du so einen grundlegend positiven hast mit einem negativen Bild, ist irgendwie viel geiler noch. Die es nicht kennen, das ist halt so ein Gemeinschaftsspiel, für was man am Telefon spielen kann, aber auch an der Playstation und am Computer. Und da muss man eben T-Shirts designen. Und erstmal malst du halt Bilder. Und in der nächsten Runde machst du dann einfach nur irgendwelche Slogans. Die werden dann gemischt und verteilt. Dann müssen Leute halt die T-Shirts quasi anfertigen nach einem Design und einem Spruch. Ja. Das ist funny. Das ist eins von vielen Spielen davon. Stehe ich voll drauf. Worauf auch sehr viele Leute stehen, ist Eskimo Callboy. Ja, hab ich auch stehen. Inuit Call Person. Ja. Inuit Sexarbeiter. Ach so, oder so, ja. Ja, die haben sich beworben für den Eurovision Song Contest 2022. Ich weiß gar nicht, wo das dieses Jahr ist. Italien? Nee, weiß ich nicht mehr. Doch, Italien, glaube ich. Ist das beim Gewinnerland von vorher? Oder? Genau. Und da haben wir Manskin gewonnen. Diese Band, die Begging You gemacht hat und so. I Wanna Be Your Master. So, diese zwei Songs. Und jedenfalls gab es jetzt eine Bewerbungsphase. Und da haben sich Eskimo Callboy beworben und wurden nicht genommen, was viele Menschen aufregt, weil die sie ausgewählt haben für den Vorentscheid, der jetzt wohl im, weiß ich gar nicht, Februar ist oder im April oder so, dass sie alle gleich klingen oder sehr, sehr ähnlich klingen. Mhm. Und jetzt gibt es eine Petition, dass man doch Eskimo Callboy aufnimmt. Ich muss kurz was, ich weiß nicht, wie ich es anders rausfinden soll, ich muss hier kurz was testen, weil jetzt kann ich über Instagram nämlich Gigi Allen eingeben und kriege dann eine. Es gibt tatsächlich auf Instagram die beste Liste an Gigi Allen Songs. Und ich gucke nur gerade mal, der hat wahrscheinlich in den Titeln nicht was Schwieriges. Da sind I Wanna Fuck Myself. Kill the Police. So. Weil, guck mal, Eskimo, ja, ist ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr das gute Wort. Das ist ja so ein kleiner Aufschrei da auch gerade.
das E-Wort, aber man kann es halt ganz problemlos sagen, weil es halt im Titel der Band steht. Wenn es jetzt von Gigi Allen zum Beispiel, ja, so ein paar Titel geben würde, wo auch schwierige Wörter drin stehen würden, dann wäre das auch wieder okay, die zu sagen, oder wie ist das? Ja, das ist, weiß ich nicht genau. Also ich finde das halt witzig. Gigi Allen, großer Künstler unserer Zeit, ja, auch wenn er schon tot ist, der hat halt, also, der hat so viele N-Wort-Drops und sonst was in seinen Songs und du kannst es einfach, du kannst es einfach, also der droppt die N-Bomb halt. Aber ist er weiß? Na klar. Gewesen? Okay. Weiß und heroinabhängig. Oh, eine tolle Kombination. Das ist ein geiler Typ. Das ist ein Künstler. Und die kannst du halt einfach bei Instagram einfügen. Ah. Also ja. Ich weiß nicht, ob ich vom Zitatrecht Gebrauch machen sollte und hier mal so ein ja, ich glaube so einen Text aber auch, vorlesen sollte. Aber ich glaube auch, zitierend ist das N-Wort jetzt eher eine Sache, die man nicht aussprechen sollte. Glaube ich zumindest. Tja, Tino. Schwierig, ne? Sehr schwierig. Eigentlich schon krass. Wen würdest du gerne mal beim ESC sehen? Niemanden. Für Deutschland. Mich nicht. Dich. Mich, ja? Ja. Tja, vielleicht versuchst du es eines Tages mal. Wer weiß. Wäre keine schön. Ahnung. Aber ansonsten ist das leider echt nicht meine Welt. Also, gibt es denn da irgendwelche Richtlinien? Muss nur aus dem Land irgendwie kommen ursprünglich oder so. Nee, sowas. Ist völlig Wumpe. Also, die Regeln sind nicht politisch. 3 Minuten maximal. Auf die Bühne dürfen nur 6 Menschen. Halb-Playback muss gesungen werden. Halb-Playback? Was ist das denn für eine Scheiße? Na, also Musik läuft vom Band, aber du musst live singen, sozusagen. Dumm. Und der Song darf nicht älter sein als irgendwie 6 Monate oder so. Also der darf nicht alt sein. Ja gut, da fällt, also aber wo der Song herkommt, ist völlig bumm. Also ob der jetzt ein Belgier schreibt und eine Französin singt, aber für Österreich antritt, ist völlig egal. Pass auf, ich hab's. Ich sage, um auch die Überleitung zu schaffen für einen etwaigen Hörerwunsch, der diese Woche noch erscheinen könnte. Ja. Wir schicken aus Deutschland Pisse an den Start. Ja. Und dann ist es sehr gut. Die haben nämlich auch einen Song, der international sehr bekannt ist. Was war da nicht älter als 6 Monate oder 6 Jahre? Hast du 6 Monate. Ach so. Na, dann muss Pisse, also, der muss frisch sein. Ja. Pisse macht einen neuen Song und sagt, ESC, ich gehe. Und dann fertig. Cool. Ja. Fände ich besser als das, was aktuell so angeboten wird. Ja. Also da wäre ich am Start. Einfach mal was Kontroverses. Mhm. Mal so richtig krasse Sachen. Nicht wie die letzten Jahre irgendwelche Popkünstlerinnen so. Das fand ich immer ein bisschen. Ja, also. Und so gleich und auf Englisch gesungen. Nennen die sich jetzt um, die Eskimo Callboys, oder nicht? Das war, glaube ich, mal ein Thema tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob sie es durchziehen wollen. Ich würde es vielleicht machen in ihrer Stelle. Weil die ja jetzt ihren Musikstil geändert haben und weil sie auch einen neuen Sänger haben und die Zeilen sich geändert haben. Die können es doch jetzt einfach anders nennen, weiß ich nicht. Das ist schon irgendwie faszinierend. Also Dinge gehen ganz lange und dann gehen Dinge nicht. Aber also wir als dreidimensionales Lebewesen, die so die Zeit so irgendwie wahrnehmen, weißt du? Also es ist okay, eine Sache zu tun. Und dann ist es nicht okay. Und das Einzige, was dazwischen ist, ist halt Zeit. So. Was passiert in der Zeit? Es gibt neue Awareness. Es werden Missstände aufgezeigt, die lange Zeit okay waren, die man jetzt sich bewusst wird. Es ist nicht nur Zeit. Es ist ja auch eine Veränderung in der Gesellschaft und so weiter, in der Sprache. Ja, das war jetzt einfach nur ein sehr Meta-Gedanke von mir. Ja, aber es ist nicht Meta genug. Wenn du schon Meta denkst, musst du auch gucken, noch tiefer einsteigen. Was ist denn in der Zeit passiert? Zwischen damals war es okay, es ist nicht mehr okay. Okay, dann anderes Beispiel. Nehmen wir nicht das, sondern eine Tragödie passiert und du machst einen Gag drüber. Da ist dasselbe Phänomen. Da ist halt auch Zeit dazwischen. So. Was ist da passiert? Man hat sich an ein Ereignis gewöhnt. Die Trauer nahm ab, weil man getrauert hat. Ja, aber so gesehen sagst du ja dann, ich darf den Gag jetzt machen, weil jetzt sind euch die Leichen egal. So. Ja. Und das ist doch auch nicht in Ordnung. Na doch, wenn es lange her ist, dann ist es. Dann sind ja auch die Menschen vorangeschritten. Also die Leichen sollten. Die 9-11-Leichen sollten jetzt nicht egaler sein als am ersten Tag. Natürlich nicht. Sollte so sein, aber so ist es nun mal nicht. Und manchmal ist es ja auch so, dass man über eine Sache erst hinweg sein muss,
dass man sich daran gewöhnt hat, bis man selber checkt, okay, jetzt kann ich darüber so ein bisschen lachen, um diesen Schrecken abzuwenden, weißt du, um das nicht mehr so als Schreckgespenst zu haben. Ich finde es nicht gut. Ich finde, es gibt keinen Too Soon. Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Kommt aufs Thema an. Und auf den... wenn du jetzt hier tot umfallen würdest, ich würde den Podcast weitermachen und Witze drüber machen. Fände ich auch okay prinzipiell, aber es geht ja vielleicht nicht jedem so. Gut. Wer frisch gestorben ist, bei dem ich mich auch lustig machen möchte, ja, ist der Erfinder von AIDS, will ich nicht sagen, der Entdecker von HIV. Hat er das in so einem Labor in Wuhan zurechtgebumst, oder? Kann man nicht genau sagen. Such gerade mal den Namen raus, wie er hieß. Luc Montagnier. Luc Mockridge. Montagnier, genau, der Vater von Luc Mockridge. Biologe und HIV-Entdecker ist gestorben und Nobelpreisträger. Der war ein sehr... Sie haben uns AIDS gebracht, danke. Er ist eine sehr große Figur so in der Infektionsforschung, aber leider auch ein Schwurbler gewesen zum Schluss und hat wohl auch gesagt, dass Corona nicht so schlimm wäre und die Impfungen sind nicht sinnvoll, Masken bringen wohl nichts und so. Ganz, ganz schwieriges Pflaster. Und mein Bekannter, den ich habe... Hat er auch gesagt, Kondome bringen nichts? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Und auch mein Bekannter, den ich habe, dieser Schwurbler, hat mir auch geschrieben, ja, hier Luc Montagnier hat gesagt, dass in 2 Jahren alle Geimpften tot sind. Hier ist das Video. Mhm. Habe ich mir angesehen, das Interview, das ging irgendwie 12 Minuten. Und er sagt es einfach nicht. Da habe ich das ihm geschickt. Hier, pass mal auf. Peter, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Er sagt es gar nicht. Guck mal, wo ist es denn? Ja, du, deine Faktenchecker. Sag ich, nein. Ich habe es mir angeguckt. Er sagt es einfach literally nicht. Doch, er sagt es. Sag, nein, Peter, er sagt es nicht. Ja, ja, du kannst alles leugnen und so weiter. Hast du nicht nochmal gesagt, welche Stelle? Zeig mir mal konkret. Ich hab gefragt, doch zeig mir mal die Stelle, wo er das sagt. Ja, du glaubst mir doch sowieso nicht. Und er dann noch behauptet, dass dieser Luc Montagnier behauptet hätte, dass geimpfte und geboosterte Menschen HIV-positive Tests haben. Mhm. Da konnte ich sagen, aha, Peter, hier, AIDS-Hilfe, ne? Ich arbeite da, ich mache alle 2 Wochen, mache ich Tests ohne Ende mit Leuten, die geimpft und geboostert sind. Auch ich bin ja geboostert, mache auch Tests regelmäßig und es schlägt eben nicht positiv aus. Also es ist eine Falschmeldung. Da kam man wieder, du und deine Faktenchecker und okay, seid ihr alle bezahlt, du hast gar keine Ahnung. Ich sag doch, ich habe doch die Ergebnisse vor mir, die Ergebnisse so und die sind einfach negativ. Aber glaubt mir einfach nicht. Und da habe ich gesehen, spätestens jetzt, es ist egal, was du sagst. Ja. Was dein Weltbild nicht bestätigt, ist gelogen und stimmt nicht. Und das macht mich sehr, sehr... Er müsste halt selbst auf eine neue Erkenntnis kommen, aber so überwiegt halt die Scham des Eingeständnisses, falsch gewesen zu sein. Und deswegen, weißt du, ist da diese Diskrepanz von diesem dummen Scheiß, das nicht anerkennen zu können. Ich habe ihn eingeladen, mal zum Test zu kommen zu mir und dann kann er das mal beobachten, aber da hat er nicht drauf reagiert. Dumm. Naja. Jedenfalls ja. Dies. Alter, wir sind halt echt die Stunde rum hier, ne? Das ist der Wahnsinn. Ja, so noch ganz kurz, Alkohol soll wohl ab 18 bald sein. Also der aktuelle, wie heißt der, oder? Ich muss kurz gucken, wie sein Name ist. Alkohol ab 18, Weed ab 5. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Plinert, fordert Alkohol ab 18 Jahren. Das finde ich ja heftig. Dass wir jetzt eine Ampelregierung haben, die progressiv sein will und Cannabis legalisieren will, aber auf der anderen Seite Alkohol ab 18 machen will. Macht es ja noch attraktiver für die Drecksjugendlichen. Vielleicht, und da habe ich mich mal umgehört und recherchiert. Und das Alkohol ab 18 ist gar nicht so ungewöhnlich in den Nachbarstaaten. Also wir sind ja mit diesen 16 Jahren und 14 Jahren. Amerika ist 21, überleg dir das mal. Das finde ich schon. Du kannst mit 18 an der Waffe deinen Dienst in den Sarg abtreten, aber du darfst 3 Jahre später erst saufen. Das ist richtig absurd. Das ist abgefahren, ja. Das war noch eine sehr große Meldung. Ja, aber also... Großes erst, wenn es passiert und nicht, wenn es besprochen wird. Naja, schon. Also wenn du eine Regierung hast, die das irgendwie anstößt und so eine Debatte gibt, sagt das ja schon einiges aus, finde ich. Das ist schon eine Meldung wert. Und auch die letzte Meldung, Micky Krause. Oh. Ja. Der hat nämlich in einer TV-Show Werbung gemacht für Krebsvorsorge, hat sich testen lassen und sie haben Krebs bei ihm gefunden, und zwar Blasenkrebs. Im Rahmen der Show sozusagen. Es gibt einfach Krebs überall, das ist der Wahnsinn, ja, ne? Aber es war wohl noch im Frühstadium und man kann noch viel dagegen machen und so weiter. Aber krass, dass du als Promi bei so einer Show mitmachst, die halt Prävention macht und eine Awareness schaffen will, um sich testen zu lassen, dann macht er einen Test dort und kriegt halt die Diagnose Blasenkrebs. Finde ich schon ziemlich heftig. Ja.
Mickey Krause. Das ist so ein Malle-Ding, so oder? So ein Malle-Sänger. Ich weiß, ich habe jetzt gerade keinen Song von dem vor Ohren, aber in den Ohren. Vor Augen, vor Ohren. Ich mache hier nochmal kurz Zusammenfassung ja, in Amerika, es. Weil es interessiert ja mittlerweile keinen mehr. Trump war mal wieder im Gespräch. Da sind ja auch gerade ganz viele Recherchen am Passieren und Gerichtsprozesse und so am Laufen. Mhm. Also da könnte es eventuell irgendwann mal Konsequenzen geben. Wenn es die gibt, dann berichte ich auch gerne ausführlicher, aber immer dieses, ja, es könnte, ist doch Bullshit, Alter. Dem passiert gar nichts. Aber ich fand die Story ganz witzig, dass es halt so, also die haben immer wieder zum Pentagon so Burnbags geschickt, also mit Daten und Zetteln halt, die verbrannt werden sollten. Mhm. Und die tatsächlich persönliche Toilette von Trump war wohl öfter verstopft wegen Zettelkram, die er dort entsorgt hat. Das fand ich auch sehr interessant. Wie dumm muss man denn sein, ey? Und dann ist besonders auf Reddit sehr viral gegangen diese Woche ein Politiker, der Senator werden will in Amerika und der so richtig anstößige, aber auch coole Werbespots macht. Und das ist ein Afroamerikaner. In dem ersten hat er sich ein Joint angezündet und sitzt so da und sagt so, yo, hier, die kriminalisieren uns, jeder Dritte irgendwie hier und so, sitzt deswegen im Knast und Schwarze viermal wahrscheinlicher, dass sie durchsucht werden, bla bla bla. Das war schon ganz geil. Und jetzt hat er so eine Konföderiertenflagge angezündet in so einem 1-Minuten-Spot und steht dann davor mit Sonnenbrille und so. Solche Politiker will ich. Ja, same. So, die stehen da mit Sonnenbrille und sind cool. Natürlich ist es jetzt wieder ein zweischneidiges Schwert, ne, wenn da jetzt irgendwie morgen der Höcke irgendwie mit Sonnenbrille eine Tora anzündet oder so, ist halt irgendwie dann schon nicht mehr so cool. Aber an sich... Doch, man kann es nicht vergleichen. Da komme ich wieder als Gutmensch, aber man kann das nicht vergleichen, wenn jemand eine Regenbogenfahne anzündet. Oder. Nee, ich sag nur... Es geht gar nicht um den Vergleich der angezündeten Gegenstände, sondern halt dieser Coolness-Faktor. Ja, das Weil stimmt. Die ja. könnten das genauso abusen, sage ich mal, diesen Coolness-Faktor. Das stimmt, ja, das stimmt. Und das fände ich dann wieder nicht so geil. Mhm. Ich auch nicht. Wenn Nazis cool werden. Aktuell sind sie das eher nicht. Nee, es ist nicht so en vogue. Ja. Naja, geht ja nicht mal darum. Die haben ja nicht mal diese. Es gibt ja irgendwie, weiß ich, Piraten sind ja auch Brandschatzer und Vergewaltiger, aber alle finden die cool, so weißt du. Und diesen Status sollte man vielleicht nicht innehaben. Stimmt, aber glaubst du, eines Tages, so in 200, 500 Jahren, das ist dann cooles, ich gehe als Pirat. Da gibt es dann Disney World Nazi-Land. Ja, ich gehe als Nazi. Da gibt es dann auch so Fluch der Alpen. Anne Frank, keine Ahnung. Fluch der Alpen. Fluch des Dritten Reichs und dann kommt so ein leicht homosexuell angehauchter Nationalsozialist, der da sich mit seiner Walter durchs Großdeutsche Reich pirscht. Das wird der Wahnsinn. Captain Adolf Speer. Ja. Gut. Ja, das war, ich weiß gar nicht, ach so, das war USA. Das war USA. Was gehen wir in der Woche? Ich mach kurz. Ich würde sagen, eine 17 von 10, gerade so noch minderjährig. Ja, true. Das ging schon ziemlich viral. Dieses Mädchen, was verprügelt worden ist, dann die Drohung, in Anführungsstrichen, von Meta, dass sie sie abschalten wollen. Ich habe diese Woche rausgefunden, Milla Jovovich kennst du, oder? Nee. Das fünfte Element ist sie zum Beispiel, Resident Evil ist sie. Eine Schauspielerin? Ja. Okay. Kennst du? Glaube ich nicht. Echt nicht? Das fünfte Element hast du nicht gesehen? Nee. Ich zeig dir die jetzt mal. Ich hatte immer so einen Film, den habe ich als Kind geguckt, Die Blaue Lagune oder Rückkehr zur Blauen Lagune oder so heißt es, glaube ich. Also es gibt zwei verschiedene, bei dem einen spielt halt Milla Jovovich mit. Und ich fand die damals schon so schön, ja. Guck doch mal. Ja, die kenne ich vom Sehen. Ja, das ist schon eine sehr, sehr hübsche. Hier ist sie zum Beispiel. Die ist hübsch, ja. So, und da guckst du jetzt mal, warte, Milla Jovovich, Blaue Lagune oder Blue Lagoon oder so. Und dann habe ich aber, warte, ich zeig dir lieber erstmal das Bild. Blue Lagoon. Habe ich damals geguckt und dachte so, ey, guck doch mal, wie hübsch die ist. So habe ich auch jetzt nochmal angeguckt, ja. Und finde ich natürlich jetzt nichts. Also es gibt da so schon ziemlich nackte Momente, auch im Film so. Stellt sich raus, als sie das gefilmt haben, hier zum Beispiel, ich glaube, da hat die halt obenrum nichts an.
müsste ich jetzt wahrscheinlich noch Nut eingeben oder so. Komm, dieses Experiment starten wir jetzt mal. Stellt sich raus, als die das gefilmt haben, war die gerade mal 15, Alter. Oh. Ja gut, ist jetzt Safe Search an oder so. Also das ist schon... Ja, wenn sie jetzt, nur nackt, hart, ne? Wenn sie jetzt nur nackt war, ist es ja auch irgendwie in Ordnung so. Wenn sie jetzt keinen... Ja, findest du? Ist doch in der Kunst oftmals so, wenn es kein sexueller Content ist, kann man auch mit... Welchen Film gibt es denn, wo Minderjährige nackt dargestellt sind? Da gibt es einige. Es gab mal so eine Serie, die hieß Manny der Libero oder so. Und da haben die auch so Jungs gezeigt, die waren so 14, die nackt duschen waren. Da haben sie auch die Penisse gezeigt. Das gab's auch. Ja, okay, aber das war wahrscheinlich komplett entsexualisiert, oder? Meine ich ja, wenn es nicht sexualisiert ist, dann... Also sie wird ja hier schon als eine schöne junge Frau dargestellt, sag ich mal. Na, sonst kastest du ja eher Mädchen, die 18 sind, mindestens. Ich gebe jetzt Tits ein, Alter. Aber jung aussehen. Du suchst also gerade nach minderjährigen Brüsten. Nackte Minderjährige. Es ist halt dieses eine Bild nicht da, was ich meine. Ich habe an diesem Browser, ist wahrscheinlich Safe Search an, ich check das jetzt nicht. Egal, selbst wenn wir jetzt hier keine Brüste sehen, ja, sie ist halt trotzdem in dem Film sehr knapp bekleidet und wird halt immer, die Kamera fängt das schon auch so ein, wie guck doch mal, wie schön die jetzt ist. Mhm. Und sie ist halt auch übelst schön, aber sie ist ja fucking 15 in dem Film, Alter. Cheater. Aber die hat halt irgendwie, die hat auch so, kennst du diese Pippi Langstrumpf-Schauspielerin, Ingrid, ja. Irgendwas? Die hat irgendwie, irgendwas hat die von der. Stimmt. Nur halt in schön. Also, jetzt will ich, dass Pippi Langstrumpf per se hässlich ist, aber. Nicht per se. Hallo? Wie bitte? Oh ja, Moment. Ja, jetzt kriegen wir ein Paket rein, Tino. Ach, nice. Dann machen wir es live hier. Ich gebe der Woche, oh Gott, das ist immer so eine Verantwortung, während Robin hier ein Postpaket holt. Puh. Ist schon relativ hoch. Also ich würde echt sagen, so auf eine 7 ist es gefühlt schon. Finde ich jetzt. Es ist eine gefühlte 7, Robin. Das ging schnell. Ja. Eine gefühlte 7? Ja. Eine 17, hatten wir ja gesagt. Dann 17. Also eine 7 von 10. Würde ich zur Not mitgehen, aber ich muss sagen, fernab von dieser zusammengeschlagenen Frau war jetzt nicht so viel los, oder? Ja, diese Facebook-Drohung war drin. Mädchen. Dann ESC, diese Petition von... Die ist so schön, Alter. Ja, keine Frage. Diese Augen sind halt insane. Egal. Lass 5 sagen. Ich fand's... 5? Nee, also 6 schon mindestens. Weil guck doch mal, die ist 17. Die ist minderjährig. Ach, ist mir egal, 6 kommt. Wenn sie 18 gewesen wäre, wäre ich 5. Okay, dann... Aber guck doch mal, das ist ein ganz kleines Mädchen. 6, die wehrlos. 6,17. Die wurde 1, angespuckt. Gut. Danke fürs Zuhören, liebe Leute. Die Musik ist da. Extra large heute. Ja, extra large! Voll überzogen. Gibt's wahrscheinlich noch einen Hörerwunsch. Nicey. Und Servertest, du kriegst deinen auch. Sorge dich nicht, aber du hast ja immer extra Wünsche hier mit. Oh, die Schilder von Weimar. Ja. Das Schilder von Weimar? Ja, das ist ihm das besonders Tempo wichtig. 30 und... Nee, ja, also diese haben irgendwie so eine besondere Farbe. In Weimar? Ja, das weiß ich. Servertest, bis bald. Wir hören uns. Gut. Dann bis in 2 Wochen spätestens zur neuen Ausgabe in Robin Beck.